So, weg hier. Pinche puto. Ich mach dich fertig, cabrón. Ja, sicher, amigo. Oh, Mann. Ich muss auf die Schienen, auf die Gleisen. Da hätten wir einen viel direkteren Draht. Viel direkteren Weg. Solange kein Zug kommt zumindest. So, ist jetzt zwar nicht die schönste Art zu reisen, finde ich. Aber naja. Hauptsache, wir schaffen die Mission jetzt endlich mal. Fast 4 Kilometer, oh Mann. Radio gibt es hier drin auch nicht. Aber immerhin werden wir so auch nicht von Flugabwehrsystemen abgeschossen. Wow, vielleicht fallen wir aber durch den Berg. Oh Gott, oh Gott. Das Blöde an diesen Fahrzeugen hier ist, an den MTBs, davon abgesehen, dass man nicht, dass man nur das Hauptgeschütz benutzen kann, ist, die steuern sich wie ein Boot. Die schwimmen auf der Straße wie sonst was. Oh fuck. Auf den anderen Schienen. Toll. Gar nicht bei uns. Warum sind Züge in Spielen eigentlich immer komplett unaufhaltsam? Kannst du machen, was du willst. Da hat er noch ein bisschen rumgeflackert. Da ist er. Jo, jetzt Ego-Perspektive, wäre geil. Ich komme nicht raus. So, dann zeige ich euch jetzt mal Trick 17. Denn den kann man eigentlich nur hier am Marktplatz verhören. Den Typen. Was siehst du, jetzt hat er seinen Hut an hier. Siehst du, man kann nur hier verhören. Toll. Vorführeffekt. Normalerweise kann man ihn nur dort verhören. Egal. Aber auf dem Marktplatz wird er so schnell entdeckt. Was zur Hölle wollt ihr von mir? Bringt ihr mich um oder was? Liegt bei dir. Bist du bereit, dem Kartell eine Nachricht von mir zu bringen? Was willst du denn, dass ich sage? Sag dem Buchon, shit, sag's jedem, der zuhört, dass El Comandante abspringen will. Er sucht einen Weg, dem Kartell in den Rücken zu fallen. Was immer du willst, ich gehe. So. Jetzt müssen wir nur wieder alle Aufgaben hier aus dem Bereich weg. Fertig. Ziehen wir weiter. Und dann den El Comandante ausschalten und dann haben wir es hier in Media Luna geschafft. Wie weit sind wir denn? Ah, nicht besonders weit. So,
Gut, dann die nächste Mission, El Comandante. Das hier. Das Kartell ist hinter El Comandante her. Haben wir da was in der Nähe zum Hinteleportieren? Hier. Bravo, Omega Luna, bravo. Jo, machen wir ganz easy. Genauso wie wir diese Mission jetzt auch ganz easy gemacht haben, nach dem vierten oder fünften Versuch. Könnte, glaube ich, sein, hab das Motorrad. Dass ich... Augen auf, es sind Gegner in der Nähe. Ich sehe zwei Unitätssoldaten. Einen Motorradunfall hab und sterbe dabei. Was ich sagen wollte, dass ich zwei Folgen am Tag veröffentlichen muss. Denn wir sind jetzt schon bei der 2, 4, 6, 8, 10, 11. Folge. Und ja. Die haben ein Luftabwehrsystem. Granate fliegt. Wir können weiter. Ich wollte gerne noch bei Tier 1 ankommen, auch in der Aufnahme. Bevor. Hab bei den Rebellen ein Fahrzeug bestellt. Nö, nicht da unten. Bevor Dingens rauskommt. Breakpoint. Ich meine, die Beta läuft jetzt schon, wahrscheinlich, wenn das Video rauskommt. Eine Unidad-Patrouille nähert sich. Gut, alles gut. Oder war schon vorbei, wahrscheinlich, die Beta. Und ich habe sie schon gespielt und wahrscheinlich auch Gameplay aufgenommen und veröffentlicht. Denke ich mal, vermute ich mal. Weiß noch nicht so genau, ob ich das mache. Nein, ich weiß noch nicht genau, ob ich das gemacht haben werde. Es geht da ab. Ach so, stimmt, da ist ja schon die Basis. Ja, genau, stell mir die... Oh Mann. Ich brauche einen Heli. Haben wir irgendwo eine Basis mit einem Heli? Und da unten steht ein Heli auf der Wiese. Hol ich mir eben den. Meine Fresse. Das alle? Keine Ahnung. Ist mir auch egal. Ui, das war knapp. Unidad mit einer Maschinenpistole, er ist allein. Das fällt. Alles klar bei mir. So. Und hoffen wir jetzt nicht von einer der Senfstellungen da abgeschossen zu werden. Ich muss nur mit dem Fallschirm abspringen können. Das sind Kartellpenner, die auf Unidad schießen. Kommandant, das Spiel ist aufgeflogen. Unsere Nachricht ist angekommen. Eine letzte Nachricht haben wir noch. Vorwärts. Einfach vom Fallschirm weggeballert. Ich frage mich sowieso, warum wir den töten sollen. Das ergibt in meinen Augen irgendwie so gar keinen Sinn. Wir sollen den töten, bevor er von Santa Blanca getötet wird. Warum? Wenn er tot ist, ist er tot, oder?
den Strom ausschalten. Denn da drinnen sind... Ich bin der Pilot. Oh nee, ein Konvoi kommt vorbei. Ist schlecht. Bin drauf. Denn da drin sind Drohnenstörgeräte, zwei an der Zahl. Drohne fliegt. Was ist es für ein Konvoi? Spritkonvoi, nehmen wir mit. Für uns aufzuklären. In dem Konvoi ist ein voller Tanklaster. Lassen wir den Sprit den Rebellen zukommen. Nehmen wir mal mit den Sprit. Okay, Ziel erfasst. Heli im Anflug. 3, 2, 1. Der Gleichfahrzeug ist gestartet. Heli ausgeschaltet. Was? Der Gleichfahrzeug wurde zerstört. So. Jetzt müssen wir nur noch hier den Zaun wegsprengen. Wenn wir da durchkommen. Nein, nicht. Nicht einsteigen, würde ich sagen. Jetzt haben wir einen abholbereiten Tanklaster. So. Das ist auch ein schönes Geschenk für die Rebellen. So, der Generator steht dort. Das war der Generator. Ja, die haben hier keinen Saft. Da drüben haben sie aber noch Saft. Und da ist noch ein Drohnenstörgerät. Da. Komme ich mit dem soweit? Nee. Naja, vielleicht kann ich ein bisschen näher ran. Die Drohne ist hin. Die haben einen Jammer. Ja, es geht nicht weit genug. Naja, komm, dann fliegen wir mal noch ein Stückchen näher. Machen El Comandante platt, machen ein Foto von ihm und dann war es das für diese Aufnahmesession. Ist ja schon 2:30, meine Fresse. Scharfschütze, oben auf dem Turm. Ich habe die Rebellen gebeten, die Gegend aufzuklären. Sauber, alles sauber. Sauber. Da hinten laufen auch noch ein paar rum, aber die sind mir gerade egal. What? Was zum Geier? Die Drohne. Shit. Nochmal. Die Drohne ist hin. Die haben einen Jammer. Ja. Hab die Rebellen um indirektes Feuer gebeten. Nice, so, perfekt. Können wir jetzt noch näher ranfliegen? Fahren wir. Oh, die sind nicht außer Gefecht. Scheiße. Weil ich habe ja... Stimmt, ich habe ja den Generator nicht ausgeschaltet, sondern die...
sondern nur die das Drohnenstörgerät. Generator ist dahinter, hier. Schicken wir noch ein paar Rebellen hin, ne? Hier. Die suchen uns, Vorsicht! Hab hier direktes Feuer angefordert. Ich hab die RAL-Kommandante gesichtet. Schalten wir den Wichser aus. Alles klar. Der Strom ist aus. Das war's wohl mit dem Alarm. So, die Dinger müssen jetzt auch raus sein. Ja, wunderbar. Damit Bowman ihr Foto kriegt. Das liegt ja natürlich da drin, das ist scheiße. Scharfschütze runter! Ja, da draußen meine ich. Hab die Rebellen um Verstärkung gebeten. Bereit machen! Feuer! Roger! Schlag auf den Boden. Wir haben den Heli. So, nice. Bowman, wir haben das Amen. Der Kommandante. Ich schick's rüber. Mein Gott, ich kenne den Typ. Das ist Miguel de los Monteros. Sein Vater ist Verteidigungsminister in La Paz. Sieht aus, als hätten sie Miguel mit einem Geheimauftrag nach Media Luna geschickt, um Boliviens Kokainhandel zu übernehmen. Sieht aus, als hätten wir allen den Spaß verdorben. Die großen Jungs in La Paz werden nicht glücklich über uns sein. So, geschafft. Amen. Haben wir es geschafft. Sehr schön. Ups, das war so nicht gedacht. Egal. Drei auf einen Streich. Funktioniert das jetzt noch? Ich sehe den Strich nicht. Da. Leuchtrakete kommt. Tot. Sehr gut. So, wie gesagt, die Aufnahmesession ist dann jetzt beendet. Und ich gucke, dass ich für die nächste Aufnahmesession ein, zwei Booster bekomme. Damit damit es nicht ganz so lange dauert. Also mit Booster dauert es ungefähr eine Stunde. Sprich vier Folgen für eine Stufe. So war es bisher zumindest so bei den Stufen zwischen 10 und 20. Seitdem hatte ich keinen Booster mehr. Gut, dann bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Ich freue mich auf euch. Wir sehen uns.